Zumindest kam ich von hier ja zum anderen. Geht doch Penta? Moment. Wo war denn der Übergang zum anderen Gebiet? Da war der. Ah ja, und da ist auch die Quest. Okay, siehst du. Da wollte ich hin. Dachte gerade, der wäre schon zu Ende gewesen an der Stelle. War sie nicht, alles cool. Ich schätze mal, ich könnte jetzt auch so langsam anfangen, die wesentlichen anderen Helden bereits als Heldenquest anzunehmen, weil ich jetzt mit meinem eigenen Team das schon hinkriege. Müssten die anderen auch machbar sein, aber uff, uff, uff. Wann soll man das alles machen im Stream? Wann soll man das im Stream alles machen? Jetzt ohne Witz, das geht einfach nicht. Ich bin nicht da, wo ich dachte, dass ich auftauchen würde. Bin ganz woanders. Hä? Tell me about it. Hab ich ja. Ach, da oben muss ich hin. Nächste, da wollte ich auch eigentlich ran. Ah. Fix rüberreisen, kein Ding. Gebiet wurde schon geladen, also geht ja einigermaßen schnell. Oh. Kennen wir es noch gar nicht. Und wie doch? Keine Ahnung. Egal. Ja, ihr habt eine Quest für mich? Ist mir aber egal. Ich mache keine Nebenquests, ich mache Heldenquests. Aber ja, schon schlimm. Zumal ich ja auch immer noch vorhabe, wie ihr wisst, den DLC zu spielen. Den DLC will ich ja... Nein, ich will die Quest nicht. Den DLC will ich halbwegs zügig machen, weil ich noch nicht gespielt habe bisher. Naja. Das ist Ethel's Faronis. Ja, ist korrekt. Was machst du hier? Ist doch schon Teil meiner Quest, weil wollte Ossi auch bitte uns hier treffen. Hey, wer ist das denn da? Trutans. Meine alten Erzfeinde. Trutans, was treiben die denn hier? Vielleicht wollen sie die Faronis klauen? Ich glaube, die können aber nichts anfangen. Was? Nein, nein. Oh, oh. Pfui. Warte mal, Boliaris. Verfunktes Geflügel! Wagt es ja nicht, diesen Faronis anzurühren! Ihr entehrt Ethels Andenken! Dafür werde ich euch alles jetzt hier bam bam auf die Schnauze hauen! Okay, wenn es sein muss. Dem, 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 diddle, diddle, bam, bam, bam. Wenn jetzt zu Sparer kommen lassen, weil die haben bestimmt eine Ausrede dafür. Man muss sich einen Tutor zerprügeln, was soll denn das? Das sind doch auch intelligente Wesen und so, die können doch reden, was soll denn? Also ehrlich. Naja. Da halt prügeln. Mehr kennen wir halt nicht, außer das, ne? Ist ja klar. Ujo. Genau. Autschen. Wieso machen sie so viel Schaden auf mir? Die sind 50.000 Level unter mir. Aber Senna halb tot schon wieder, obwohl die Tank ist noch dazu. Stimmt doch irgendwas nicht. Naja. Natürlich war es keine Herausforderung gewesen, weil ich so viel Schaden machen. Das ist sehr überraschend. Habt jetzt eure Lektion gelernt oder was? Ja, Gefieder des Ungeziefer. Weiß nicht, sind alle weg? Tot vielleicht. Macht doch nicht so einen Unsinn, Boliaris, Mensch. Wenn sie auch noch erwischt hätte, dann, naja. Tja, bitte, erzählt mir noch eines, ja? Die Kommandeurin, wie ist sie gestorben? Tja, also im Duell mit Kamaravi hat sie ihre eigene ganze Kraft in ihre Attacken gelegt, um die Entscheidung herbeizuführen. Die Mimus haben gleichzeitig versucht, ihr die Lebensenergie zu entziehen, aber das hat ihren Willen nicht gebrochen. Es war ein unbeschreiblicher Anblick. Sie war eine wahre Heldin, jawohl. Tja, ja, ich kann es mir vorstellen. Es gab nichts, aber auch wirklich gar nichts, soviel sie sich von den Prinzipien abgewichen wäre, bis zum bitteren Ende nicht, ja. Ja, das ist eine Verpflichtung. Auch ich werde auf meine Art weiterkämpfen, um das zu beschützen, was er hinterlassen hat. Lass uns nach Hause zu Konni 4 zurückkehren, ne, Boliaris? 4? 4? War das nicht 9? Woher kommt? Verwechselt. Ach so, ich dachte mir, es wäre 9 gewesen bei Ethel, das ist 4. 9 war, Valdis. Kolonie, richtig? Ja, natürlich, er schießt dann Fragen. Kennt man aber, muss ja trotzdem nicht sein. Mensch. Whatever. Valdis 20. Was? 20?
Nein. 30. Da. 30. Meinst du sein Alter? Auch Quatsch. Nein, er ist 30. Und hier, das ist Ethels Turnier. Ich dachte, das wäre 30 gewesen, aber nein. Baldi ist 30. Weil ich 9. Nee, nee, was? Nein. 9 ist ja unser eigene. Ach, ist ja auch jetzt. Lirum Larum. Ach, guck mal, da ist so ein... Oh, stimmt, da war ich ja vor langer Zeit mal. Ich muss mal ganz fix jemanden ausrüsten als... You know. Den alten Opa da. Und wenn ich sage, jemand ausrüsten, heißt es eigentlich bloß... Kann ja eigentlich bloß er sein. Mhm. Ich brauche deine Spezialfähigkeit. Stirb. Level 48er. Zack. Ja, so strong ist er wahrscheinlich gar nicht. Dam, 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 da, 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 da. Bam. I see you too. Ich bin gerade zwischen zwei Heilern, wa? Toll. Sie auch genau da stehen, wo er. Ist es schlau, mich da hinzustellen als Verteidiger, wenn er Flächattacken macht? Auch wenn ich bei den Bonus als Schild gebe? Oder soll ich lieber dahin gehen, wo die Angreifer stehen? Weil ich ja Angriff auf mich auch lenke. Oh, ist Senna's Tor, ja, super, das dazu. WTF! 9 Level unter mir. Ach, komm schon. Und jetzt wieder beide bei mir. Es hat sich gelohnt, wegzugehen von den beiden. Hammer. Komisches, Arceus-artiges Pokémon-Roboterwesen. Mio, no! Wie die reinhauen hier dem Schaden, obwohl sie so einen niedrigen Level haben. Ja, so ist das. Meine Fresse. Ich will mal eben Essen machen im Lurk und so weiter in der Stunde und wieder da, weit früher. Die ganze Stunde machst du Essen? Oha, dann hau mal rein. Du bist aber ein Festschmaus, wa? Komm schon, versuch's doch, versuch's doch. Versuch's nicht, war ein Scherz. Jetzt aber, volle Kanne und alles davon. Wann bekomme ich Level 2 Synchro? Das gibt's doch gar nicht. Hallo? Will nicht werden gerade. Weiß auch nicht wieso. Die anderen haben schon Level 3 gehabt, Level 2 und ich nicht mal. Also, das gibt's doch nicht. Geht doch, Level 2 immerhin. Aber 3 wollte ich eigentlich haben. Wie immer. Oh, nö. I don't like to be ohnmächtig. Da. Schon wieder nicht hier. Level 3 bekommen. Meine Güte. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Kein Level. Ach komm schon. Ich hab doch meine. Jetzt da Level 3. Boah, schon wieder nicht? Alter, wie lange brauche ich denn bis Level 3? Also wenn mein letzter PC-Point nichts macht, wobei es kann durchaus sein, weil mit der Klasse hat er vielleicht auch nicht gerade die geilsten Optionen. Den Synchro-Level zu erhöhen, das mag durchaus sein. Hm. Naja, was soll's. Wir nehmen ja, was wir kriegen können, nicht wahr? Ich mache ganz kurz rüber zu Lance. Plop. Ach, siehst du, der ist gar nichts. Ah, okay. Ja, der kann überhaupt nichts zur Synchro beitragen. Alles klar, das erklärt so einiges. Ich soll meine Klasse mal auf Auto ausrüsten klicken, weil er hat ja schon ein paar Skills, die er jetzt nutzen kann, definitiv.
Hab ja schon einmal zwei Gegner besiegt in Seelenkommandeur. Klasse, daher sollte das schon gehen. Da, 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 da. Yeah, gib ihm. Kann man jemanden Explode machen auf den Typen, bitte? Nein? Okay, schade. Und wisst ihr was? Weil ich gerade krass drauf bin. Und Angriffskette. In Level 3 Urobus-Form natürlich. Bis extra XP, hoffe ich mir für die Klassen, hauptsächlich. Alles andere ist mir dabei relativ egal. Alter, wieso so viele Punkte? Schon wieder. Mit dem gleichen Skill, wo sie vorher bloß 20 gemacht hat, komischerweise. Die gleiche Skill-Kombination. Das ist total random einfach. Wie das im Spiel zusammengerechnet wird. Das ist ein bisschen frustrierend manchmal. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Ram, bam, 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 bam. Ich muss auf jeden Fall Teilen irgendwann mal eine Angreiferklasse geben, glaube ich. Weil sein Wert der allerhöchste von allen ist. Das ist perfekt. Nee, gar nicht wahr. Verteidigerklasse muss er haben. Verteidigung. So rum. Weil er es jetzt angreifen muss. Das muss er haben. Irgendwann. Wenn ich alle Klassen auf Maximum habe, was hier passieren wird, in Let's Play jedenfalls nicht. Weil das werde ich ja nicht so weit machen. Dann bekommt der Verteidiger von mir, glaube ich, aufgesetzt. Da, 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 da. Oh yeah. Alle zurück. Welch ein Glück. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich meine, ich könnte jetzt noch Kamurabi aufmachen. Der macht niemals 30 Schaden. Als anderes aber nicht tauglich gerade. War knapp. Knapper als gedacht. Krass. Ich sage, irgendwie machen die mehr Punkte im Roboros-Ketten als ohne. Wahrscheinlich einfach die geringen Runden irgendwie auszugleichen. Naja, egal. Wir kriegen unseren knapp 350 XP-Bonus obendrauf. Für Klassen soll das eigentlich ganz cool sein. Ich weiß nur nicht, ob es auch beim Erlernen neuer Klassen eingreift, dieser XP-Bonus. Ich schätze schon, aber ich bin mir nicht sicher. Da, da. Nimm das! Pau! 350 und nochmal was oben drauf. Golf. Pau. 367 ist okay. Seelenkontrolle. Durchbohrender Laser. Yeah. Oh, goldene Mützen gab es auch dafür. So, und wo wir jetzt dabei sind. Bevor ich Lenz zurücktausche. Ja. Guck mal, wir haben nämlich ein paar Sachen gerade. Ah, okay, ich sehe gerade. Wir haben hier bloß zwei Techniken tatsächlich, nicht drei, wie ich dachte. Aber wir haben schon mehr Talente. Zwei Talente. Wir haben es ja vier Gegner Musik damit offenbar. Zweimal gab es Talente, zweimal gab es einen Angriff. Also auch Talente gibt es hier zum Lernen tatsächlich. Nee. Dann wiederum. Ah, genau, stimmt. Man kann der Klasse sagen, er ist Angreifer. Dies mit Crit oder einfach nur Schaden. Verteidiger mit Ausweichen oder Blocken. Und Heiler mit. Keine Ahnung. Dem einen oder dem anderen. Siehst du, das ist die Rolle, die man so haben kann. Warte kurz. Hohe Heilungskraft und hier ist Multitalent. Mit Buffs wahrscheinlich und sowas tut man. Okay. Hat aber dann leider auch bloß das. Er hat nicht mit. Alle anderen Klassen haben halt 4 Boni. Und der hat aber nur angepasste Statuswerte. Also der hat im Prinzip keine Rollenboni. Der hat bloß hier drei Sachen. Wie alle anderen aber auch. Ach Mensch, da hat er doch hier ein bisschen mehr. Das ist ja doof. Kawaii, hallo, dunkle Grüße. Na, wie geht's denn so? Schön, dass du reinschaust. Jedenfalls, dann ist er doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich weiß es, der hat zum Teil geile Talente und auch zum Teil sehr geile Techniken, die er lernen kann durch die ganzen Gegner und so weiter. Aber einfach weniger als andere Klassen. Schlicht und ergreifend. Ja, das sind, soweit ich das sagen kann, bloß
Attributsanpassung, die ja jede Klasse sowieso für sich hat. Man heilt mehr Leben als andere Heiler oder sowas in Richtung, ne? Aber es sind ja keine Specials wie mehr KP beim Wiederbeleben, sowas. Das haben die halt nicht mit drin. Aber die Frage, ob diese hier das dann ausgleichen können, wenn die stark sind. Nun ja, egal. Zurück zu deiner eigenen Klasse. Da komme ich hier. Falsch. Viele bunte Smarties hier. Viel Geld. Wow. Alright here. Rare Dude. Dude. Lauf, 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 lauf. Also ich glaube, ich habe gerade den schnellsten Weg, denn ich weiß gar nicht genau. Ich könnte theoretisch auch von dem anderen Gebiet hinlaufen. Das könnte auch sogar ein bisschen schneller sein, ich bin mir nicht sicher. Aber da wir hier noch gar nicht waren, würde ich generell auch den Ort ein bisschen erkunden. Geringfügig. Und ich komme so oder so von beiden Seiten aus ran. Inzwischen ging ja Anfang des Spiels nicht, da mussten wir aus rumlaufen. War ja storymäßig so gegeben. Lasst mich! Nee, ich will gar nicht kämpfen gegen die. Oh. Ich komme da unten links auch an. Na nu. Ich muss mir noch kurz kämpfen. Hilft alles nichts. Komme ich denn da hin? Ist das ein richtiger Weg davon oder täuscht das bloß? Nee, das scheint ein Weg zu sein. Da fliegen auch Gegner lang. Da ist das Schloss Kevis. Nee, ne? Aber doch, muss es ja eigentlich. Aua. Ja, ja. Kaputt geht. So. Ach, da ist der. Plopp. Noch einer weniger. Ich könnte ja mal Klassen-XP erhöhen durch Essensboni, ne? Wäre auch manchmal ganz sinnvoll. Ich komme gerade nicht hinterher in die ganzen Klassen, die ich jetzt aufleveln kann und neu kriege. Da ich auch aber nicht grinde aktuell offscreen. Sonst wäre es ja auch kein Ding, aber so immer nur Streaming und Handlung machen, das reicht nicht aus, um Herr der Lage zu werden. Jedenfalls. Rüberspringen ist, glaube ich, keine Option. Das ist zu weit. Aber das muss ja dann. Ja, klar. Es muss dann einen Weg geben. Naja, gibt's offenbar auch. Da war ich ja sogar schon. Ach Mensch. Toll. Okay. Oh, dann wisst ihr Bescheid. Muss ich jetzt hier machen. Es wird nichts super Tolles drin sein, aber. Gut zu wissen, das ist trotzdem. Was gibt's hier Schönes als Belohnung? Nichts, was ich brauche, danke. Ich verzichte. Sollte ich irgendwann mal. Oh, überraschenderweise doch wieder mal irgendwie Nopon-Münzen brauchen in Silber. Komme ich zurück. Lance, du kennst das Spielchen schon. Sei der Seelenkontrolleur. Wir schleichen uns vorbei. Ja, geschafft. Und hauen die Typen zu Klump. Ich sage, ich krieg gerade mal zwei Cutter-Quests, wenn überhaupt, fertig in zwei Stunden, weil ich habe jetzt noch knapp 45 Minuten, dann ist die zweite Folge, die zweite Hälfte schon vorbei, hatte. Die erste Hälfte des heutigen Streams schon vorbei, so rum. Und, ja, danke schön an Hopstory, wie ich hier gesagt habe. Wahnsinn. Und jetzt überlegt euch mal, ich muss nicht nur pro Charakter in meinem Team, das heißt müssen muss ich nicht, aber ich kann nicht nur pro Charakter beim Team so eine Heldenmission machen, eine zweite Heldenmission. Sondern dafür verfickt doch mal jeden Helden, den es im Spiel gibt. Alter! Das frisst Zeit. Samira, dunkle Grüße! Hallöle, wolltest du nicht auch noch streamen? Hast du jetzt das Ding ganz aufgegeben, ja? Aber schön, wenn du reinschaust. Aber wow, das ist aber... Klar, ich könnte das Let's Play noch, glaube ich, 500 Folgen hinauszögern, wenn ich aber alle Missionen mache. Nebenmissionen, Hauptmissionen, Handlungsmissionen, bla bla. Will ich ja aber nicht. Ich will den DLC auch mal endlich spielen. Zu müde, okay. Na ja, dann ist das so. Das ist eine gute Ausrede. Kawaii, doch, doch. Ich akzeptiere dich ja auch schon mal nicht gestreamt, weil ich zu müde war. Wirklich wahr. Hm? Yeah.
Arma. Synchro Level 2, obwohl ich nichts dafür getan habe. Mein Partner, der Lance, jetzt auch in dem Level erhöhen kann mit seiner Klasse. Sehr schön. Aua. Das war frech. Piu, 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 piu. Pow, bam. Ferit, der Abfänger. Klingt irgendwie türkisch, der Name. Ferit. Au, au, au. Das tat ein bisschen weh. Versuch's doch nochmal, du Heini. Ja, wird nichts mehr, ne? Umgeworfen. Haut drauf, haut drauf. Ja. Zack. Und Verwandlung. Pow. Los, und der nochmal, und der nochmal, und Super Special. Bam. Siehst du, ich kann auch Energiewelt schleudern. Ich will auch gleich jetzt wieder meinen Urobus Level 3er machen. Kette, glaube ich. Ja, ey, Quatsch. Ich wollte gerade machen, hat nicht funktioniert, war zu spät. Egal. Du hast vergessen, wer ich bin. Alle tot, was? Tarion. Alter. Zum Glück lebt meine Heilerin noch. Was war das für eine Attacke gewesen, verdammt. Ah, warte. Immer noch auf Dienstreise heißt das dann? Fällt mir gerade so auf, wenn du den Account gerade noch hast. Kawaii. Da. Boah, hieß Gitarren so los, so geil. Nicht ich. Achso, du hast mich gemeint, das war Samira gemeint. Nein, habe ich nicht. Kommst du darauf? Warum sollte ich? Und ich bitte dich, Metroid, ich vergesse zwar Dinge, aber ich vergesse doch nicht Dinge. Die wichtige Sache merke ich mir eigentlich immer. Im Gegenteil, habe ich sogar sehr viele Sachen schon recalled im Stream über Metroid, was er so gesagt hat, was Setzinger wusste, ne? Also, läuft bei mir. Ja, bin sehr stolz auf mich, muss ich sagen. Aber wie lange bist du auf Dienstreise, sag mal, ist ja krass lang. Ja, kannst du mal sehen, Metroid. So, einmal noch reinhauen hier. Ja! Geil, zum Anfang ist es super. Doppelte Schadenspunkte und Angriffsbonus. Mega. Das haut rein. Oh, lecker. Einmal schwanken, bitte. Achso, ich wollte sagen, wieso habe ich nur einen Verteidiger? Klar, weil ich ja Lenz gerade für den Kampf gewechselt habe wieder. Blim, 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 blim. Diesmal wieder bloß 25 statt 39, obwohl es der gleiche Angriffsskill war. Reduced to Ashes, finde ich gut. So. Damage Spreeplayer ein bisschen erhöht jetzt hier. Thinking Muscles. Kennt man ja von ihm. Aber hier trotzdem, lieber Noah. Tut mir leid. Schwanke mal. Yeah. Aber wird wieder knappig hier in nächste Runde. Bis Donnerstag, dann reicht's aber auch. Okay. Bis Donnerstag noch. Mann. Du arme Sau. Aber ist es denn soweit gut? Macht das Spaß? Kann man sagen, dass Dienstreise Spaß macht? Kann man danach fragen? Ist das legitim? Kommst damit klar? Ich weiß nicht. Läuft? Läuft, ne? Ach ja, ich habe nicht mit dem Verteidiger angegriffen gerade, deswegen kommt nicht der Stecker zurück. Ist okay, das hat mich gerade gewundert. Da muss ich ja eigentlich jetzt Mio nehmen, sonst wird das nächste nichts mehr, ne? Umgeworfen, Edge. So wenig Punkte, trotz Umwerfen und allem drum und dran? Ach komm schon. Ist doch frech sowas.
Ja, super hier. In 7 Tagen 7 Stunden 70 Stunden gearbeitet. Alter Vater. Ja, macht. Klingt nach Lust, Spaß und Laune. Ich hätte Bock zu tauschen, aber dann wiederum. Nee, lass mal sein. Irgendwie doch nicht so. Hier. Volle Möhre einmal bitte, ja? Dankeschön. Alter, nichts mehr Punkte kriegen, was soll denn das? Ich hab extra genommen, damit es nicht auf 100 kommt. Es ist so knapp mit ihm. Es ist so knapp. Yeah, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wieso ich so über die Stütze treibe, weil ich muss doch eigentlich nur beenden den Kampf für die Kette. Ich glaube, ich kann sogar Plus drücken in der Kette und dann beende ich die vorzeitig. Aber jetzt bin ich schon mittendrin, komm, jetzt mache ich auch weiter bis zum maximalen XP-Bonus, den ich rausholen kann und Ende aus. 400 und 1% und 3% und 12%. Yeah! Talent gemeistert bei 2 Leuten gleich. Und ich Seelen kontrolliere, um ich was bekommen. Läuft. Aber Bertha wieder zu dir selber, ja? Ja, ja. Safe and snug. Whatever. Oh, ich will in diese Puppe, die gar nicht kämpfen. Ich will zur Heldenquest weiter, verdammt. Hab noch eine knappe halbe Stunde dafür Zeit. Dann wiederum glaube ich, die nächste Heldensequenz hat nicht so viele Story-Elemente, Story-Sequenzen wie die von Lance. Damals ja 15 Stück irgendwie gefühlt und immer zack, zack aufeinander. Ich glaube, es ist bei Julis nicht ganz so extrem. Aber ich kann es nicht 100% recallen, gerade aus dem Gedächtnis. Alter, das Ding ist heute wieder stark in mir. Wahnsinn. Demon Slayer. Ich warte immer noch eine neue Staffel bei Demon Slayer. Wird Zeit langsam. Aber ich glaube, die neue Staffel ist, glaube ich, schon draußen, wenn man sich Crunchyroll holt. Ich habe es auf Netflix geguckt bisher, aber Bock hätte ich auf jeden Fall. Ich war schon noch auf Crunchyroll. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war schon eine Staffel mehr gewesen als auf Netflix in Deutsch, aber kann mich auch ganz täuschen. Vielleicht war Demon Slayer sogar so eine Netflix-only-Geschichte. Kann auch sein, aber ist das, glaube ich, eigentlich weniger. Weiß jemand spontan gerade, ob Demon Slayer jetzt von Netflix eine eigene Produktion war oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne?